Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer im Videoschnitt und habe jetzt einfach mal Bock, mich kurz abzulenken. Und jetzt habe ich auch gerade eine Idee, was ich machen könnte. Und zwar, ich möchte unsere junge Katze fotografieren. Wir haben die erst seit einem Monat. Die Katze ist jetzt 4 Monate alt und es ist eine British Shorthair Katze. Und ich habe noch kein einziges Bild von der Katze gemacht, nur im Hochkant ja ein paar Videos einfach von ihr gemacht. Jetzt ist es eigentlich der Zeitpunkt, mal ein cooles Foto zu machen. Die Katze sitzt jetzt hier unten schon bei mir im Arbeitszimmer und das Licht hier im Arbeitszimmer, kann ich euch mal sagen, ist jetzt für ein Foto jetzt nicht besonders toll. Und hier unten ist die Katze. Ja, da ist sie. Name der Katze ist Floggy. So, jetzt will ich hier auf kleinstem Raum ein ganz besonderes Katzenfoto machen. Und was mir hier auffällt, die Sonne knallt hier volles Programm rein. Und jetzt kontrolliere ich als erstes mal das Licht und dann die Kamera und dann die Katze. Also zum Licht würde ich jetzt eins machen. Ich gehe jetzt hier auf den Schalter. Schaut mal her, was jetzt hier passiert. Cool. Somit habe ich jetzt hier eine ganz besondere Lichtsituation geschaffen, dass ich hier unten auf dem Boden dieses schöne Schattenspiel habe. Jetzt stelle ich meine Kamera im Autofokus nur noch auf Animal ein, damit das Auge der Katze auch schön scharf kommt. Zeige ich euch, wie ich es mache. Dafür wird jetzt hier mal ins Menü reingehen. Und ich glaube, das ist hier auf dem ersten Button hier irgendwo. Da müsste man hier irgendwo auf Animal umklicken können. Autofokus Set, das müsste es sein. Subject Detection, und jetzt gehe ich hier auf Animal, also auf Katze. Boom, das war's. Mein Plan ist es ja hier, diesen Schattenbereich und die Katze mit aufzunehmen. Und damit das Ganze noch ein bisschen interessanter wirkt, mache ich jetzt einfach die Tür vom Arbeitszimmer auf, dass ich noch eine gewisse Tiefe im Bild habe. Ja, Floggy spielt hier mal schön weiter. So Floggy, hau mir jetzt nicht ab. Gut, Autofokus auf C, genau, jetzt wähle ich eine 1,4er Blende, das könnte jetzt mega interessant sein auf einer 1,4er, weil dann ist unser Haus so einfach hinten total verschwommen. Floggy ist jetzt natürlich auch wieder abgehauen. Jetzt muss ich die Katze nur noch herlocken und das mache ich mit ihrem Lieblingsspielzeug. Komm her Floggy, komm. Und dann geht's hier gleich ab. Komm her Floggy. Etwas zeitaufwendig, glaube ich. Komm her, Floggy. Komm, schnapp's dir. Und dann baller ich drauf. Komm her, Floggy. Komm. Katzen schlafen halt 17 Stunden am Tag. Meine vielleicht sogar 18. Aber jetzt kommt sie an. Jawohl, Floggy. Sehr schön. Ja, spiel damit. Super. Und jetzt schaust du mich an. Sehr schön, Floggy. Ein ganz tolles Farbenspiel ist das hier. Jetzt, Floggy. Zack. Bam, Floggy. Floggy. Wow. Floggy. Aber die Katze macht einigermaßen mit. Oh, süß. So. Süß. Zack. Das Tolle ist wirklich, dass ich hier diese Tiefe in dem Raum habe und hier das Schattenspiel auf dem Regal. Also ihr seht, ich habe jetzt hier im Arbeitszimmer durch dieses Licht- und Schattenspiel eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen, um ja, diese Katze, unseren Floggy, möglichst interessant darstellen zu können. Ich freue mich, wenn euch das Video irgendwie inspiriert hat, selbst eure Haustiere daheim in einem ähnlichen Licht zu fotografieren. Oder vielleicht kommt ihr ja auf ganz andere Ideen. Mir hat es auf jeden Fall jetzt Spaß gemacht, mal eine 15-minütige Auszeit zu haben.
Und jetzt sage ich Servus und bis zum nächsten Landschaftsvideo.